Ja, ein herzliches Willkommen zu unserem heutigen Webinar. Das ist das Besondere am Valentinstag oder Aschermittwoch. Kann sich jeder das Seinige von nehmen. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich freue mich, Ihnen heute im Namen von FX Flat Heiko Behrendt präsentieren zu dürfen. In seiner Webinarreihe geht es um den Future-Handel zur Börseneröffnung und im ersten Teil wird es halt ein bisschen theoretisch. Da spricht man über Handelsansätze und Strategien. Also, viele Fragen stellen, denn davon lebt so ein Webinar natürlich auch. Der Heike ist auch gerne bereit, sofern es in seinen Möglichkeiten ist, die Fragen zu beantworten. Und im zweiten Teil geht es zur Börseneröffnung, um die Börseneröffnung, beziehungsweise auch um kurzfristige Bewegungen, die getradet werden. Und das bringt mich gleich zu dem Punkt Risikohinweise. Verstehen Sie das Webinar, wenn live getradet wird, nicht als Handelsempfehlung. Die Meinung des Referenten muss nicht der von FX Flat entsprechen und das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Vielleicht noch ein kurzer Test. Das habe ich ja viel erzählt. Ich bin gut zu hören. Ja, danke für die Rückmeldung. Ich übergebe an Heiko, der schon wartet an seinem Mikro und loslegen möchte. Viel Spaß wünsche ich allen. Ja, Hallöchen. So, dann wollen wir mal schauen, dass wir hier noch den Bildschirm übertragen bekommen. An der Stelle auch erstmal an die Community bei Twitch auch erstmal ein herzliches Willkommen. Da ich da auch mit übertragen werde, werde ich auch von Zeit zu Zeit mal mit rüber schalten und auch schauen, ob da Fragen sind. Ansonsten, wie gesagt, der Wolfgang hat es ja schon gesagt. Stellt mir gerne Fragen zum Thema Trading und so weiter. Dann kann ich da gerne drauf eingehen. Wie gesagt, hier soll es vorwiegend darum gehen, über den Future-Handel. FX Flat ist meines Wissens nach somit einer der oder der einzige deutsche Broker, die den Future-Handel über MetaTrader mit anbieten. Und das schon relativ lange. Wir haben da sehr, sehr früh auf dieses Produkt halt, also den Future an sich, mit in den MetaTrader halt integriert. Das Coole ist, dass der Dirk Hilger mit seinem Stale Trader da auch das super ergänzt und das Level 2 die Markttiefe uns auch sichtbar machen lässt im MetaTrader. Man kann natürlich das auch noch etwas anders kombinieren, indem man eventuell auch den, man kann auch über FX Flat ja den CFD handeln in einem Markt und lässt sich dann dazu die Markttiefe anzeigen. Ihr kennt das durchaus ja vielleicht auch aus den Webinaren mit dem Dirk Hilger, wenn der den Dow handelt und da die Markttiefe vom Dow sich anzeigen lässt oder so wie ich jetzt. Ich habe jetzt hier den Micro Future vom Nasdaq halt an, aber die Markttiefe ist vom großen Nasdaq dahinter. Und das ist natürlich einzigartig, was hier FX Flat mit anbietet und vielleicht so ein bisschen da auch noch mal kurz auf meine Seite noch mal gegangen zum Anfang hin. Wenn ihr der Meinung seid, das schaue ich mir mal an und falls ihr sogar ein Konto eröffnet, könnt ihr hier auch die Möglichkeit nutzen. Viele oder einige nutzen es auch. Ich bin ja Partner von FX Flat halt auch mit und wenn ihr hier drauf geht, dann bekommt ihr ja auch auf die Partnerseite von mir. Und ihr habt halt auch die Möglichkeit, sogar ja, ein kostenfreies Erstcoaching-Gespräch mit mir zu führen. Habe ich jetzt erster Tage wieder geführt, ist ganz interessant. Es muss jetzt nicht zwingend ein Coaching zustande kommen. Bei manchen kommt zustande, bei anderen halt nicht. Könnt ihr euch ja dann hier entsprechend durchlesen. Ja, Wert der Coaching-Stunde 269 Euro. Also das auch nochmal vielleicht an der Stelle gesagt. Ja, das könnt ihr einfach nutzen, wenn ihr über diesen Link auch ein Konto eröffnet. Genau, das vielleicht mal so vorweg. Ich bin jetzt mal auch nicht so der Werbetyp hier, aber ich denke mir mal, Mensch, das wolltest du auch mal sagen, dass man das halt auch machen kann. Und an der Stelle, ja, wenn ihr das wollt, könnt ihr da gerne drauf zukommen. Mensch, so rum wollte ich sagen. Genau, gut, dann hoffe ich heute, also für mich ist der Valentinstag da eher das Ausschlaggebendere. Ich bin nicht so der Karnevalstyp. Hoffe, ihr habt alle an eure Frauen gedacht. Mit dem Wolfgang schon schön ausgetauscht darüber. Auch er hat dran gedacht und ja,
Ich habe auch daran gedacht, dass heute das Webinar, das hätte ich fast vergessen gehabt, heute stattfindet. Aber wir gehen rein und zwar, ich habe heute keine Ausbildung als solches mitgebracht, denn ich wollte so ein bisschen mal auf den Markt, also den Nasdaq als solches nochmal eingehen, wie ich den analysiere, wie mein Trading Desk aufgebaut ist. Meistens reicht das dann auch von der Zeit. Falls jemand nochmal zum Nasdaq oder zu Futures oder zum CFD oder zum SeroTrader, whatever, Fragen hat, kann er mir die gerne stellen. Und dann kann ich auch nochmal drauf eingehen. Genau. Von der Analyse her gehe ich meistens von oben nach unten oder nicht meistens immer von oben nach unten, nennt sich der sogenannte Top-Down-Ansatz. Und wir werden jetzt mal gucken, was ich heute vom Markt erwarte. Mal gucken, wie es der Nasdaq dann umsetzt. Ja, und ich werde das dann halt im Mikro-Future das Ganze handeln. Im Mikro-Future im Übrigen, wer sich mit Futures vielleicht noch gar nicht so auskennt, da ist es so, ein Punkt sind 2 Dollar. Die Margin dafür ist relativ gering. Das heißt, man braucht nur um die, also als Sicherheitsleistung sind es, glaube ich, so irgendwas bei 160 Dollar auf dem Konto. Heißt, man kann halt mit kleinem Konto dann auch schon einiges handeln und auch einiges bewegen. Denn wenn man jetzt die Wertigkeit ausrechnet, müsste man den aktuellen Nasdaq-Stand halt nehmen, mal 2 multiplizieren. Dann hat man ungefähr das, was man halt im Hintergrund bewegt. Ja, also das Doppelte von dem, was gerade der Wert ist. Ja, und genau, und da versuche ich dann entsprechend meine Trades halt abzusetzen. Vielleicht nochmal zum Allgemeinen zum Future so ein bisschen der Vorteil ist, nicht, also im Nasdaq jetzt vielleicht nicht so gravierend wie in anderen Produkten, aber ich habe halt die Möglichkeit, das, was man in CFD nicht hat, ich kann halt limitiert handeln und mich exakt auf ein Limit halt füllen lassen. Im Future hat man oder im CFD hat man ja manchmal das Problem, dass man vielleicht, dass der Kurs nur eine Seite erreicht. Ja, also wenn ich jetzt hier mal reingehe, in einem CFD wäre es halt so, dass ich, wenn ich jetzt hier eine Limit Buy Order platziert hätte, genau auf dieser 17.771, dann muss der Markt halt da durchticken, damit ich halt diese Limit Buy Order gefüllt bekomme. Oder ich klicke oder ich habe halt im StareTrader auch noch die Möglichkeit Bid Execution. Das heißt, wenn die 17.771 eröffnet werden, dann bekomme ich den Fill plus den Spread halt dazu. Das ist halt auch noch eine Möglichkeit, die der Dirk Hilger eingebaut hat. Aber prinzipiell müsste der Markt erst durchhandeln, damit bis auf den Kaufkurs, also die oberste Linie, damit überhaupt der Fill bekommt. Und im Future habe ich ja halt die Möglichkeit, mich hier reinzustellen, einer dieserjenigen zu sein und bekommt dann halt den Fill. Ja. Wie gesagt, bei so einem volatilen, extrem volatilen Markt jetzt nicht wirklich so interessant, weil der Markt schnippt in der Sekunde halt 5 Punkte oder 2 Punkte oder ja, 2 Punkte unter Umständen oder auch Ticks entsprechend 0,25 Punkte sind das immer hin und her. Also da bekommt man eigentlich immer seinen Fill. Ja. Und da ist das nicht so interessant. Aber falls man mal zum Beispiel sowas handelt wie den Bund Future, wo der CFD einen viel, viel zu großen Spread gegenüber dem Future halt hat, da ist das natürlich schon ein ganz anderes Thema. Ja, wie gesagt, der Nasdaq, aber jetzt der Bund Future am Nachmittag macht jetzt auch nicht so viel Sinn, den zu handeln. Ja. Gut. Dann gehen wir mal in die Analyse rein, haben noch 20 Minuten und ich fange immer an, wie gesagt, von oben nach unten den Markt zu analysieren. Wir hatten gestern die Inflationsdaten bekommen und vielleicht noch als Hinweis, die Zahlen, die hier rechts stehen, werden sich von euren abweichend sein, weil das ja hier der Future ist. Und im Future ist es nun mal so, da habe ich entsprechend halt andere Werte aufgrund des Aufgeldes, was sich zum Laufzeitende hin abbaut, als ihr es jetzt habt im CFD. Ja. Wir können hier nochmal reingucken. Ich glaube, ich habe auch irgendwo einen CFD-Chart offen. US-Tick. Mal kurz.
So, ich hole ich mal kurz den, mal noch schnell was umstellen. So, ich hole ich mal, hier ist der CFD-Chart. Da stehen wir jetzt bei 17.700 hier im CFD. 17.700 und im Future stehen wir bei 17.780 fast. Also grob 75, 76 Punkte höher als hier im CFD. Ja, also deswegen nicht wundern, wenn die Preise, wenn ihr andere Preise habt. Von den Hoch- und Tiefpunkten ist es auch nicht komplett identisch, weil über die Zeit sich einfach die Wertigkeiten verändern. Durch das Aufgeld gibt es halt manche Tiefs, die im CFD teilweise besser gehalten werden, manchmal im Future besser gehalten werden. Das kommt durchaus vor. Okay, dann gehen wir rein in die Analyse. Also wir haben im gestrigen Verlauf oder vorgestern gesehen, am Montag, dass der Markt aus dem neuen Allzeithoch heraus, der Nasdaq, nach unten gefallen ist, hat eine Umkehrkette gebildet. Dann gestern mit den Inflationsdaten ging es hier im Markt doch deutlicher nach unten. Und in Folge hat der Nasdaq die Tiefs von in Summe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tagen rausgenommen. Und ist jetzt bereits wieder am Steigen. Die Frage hier wird jetzt sein für mich, ob der Nasdaq im Tageschart es schafft, so wie davor, nach ein, zwei Tagen abwärts, das Ganze auch wieder deutlich zu kaufen. Als Beispiel musst du ein bisschen zusammenschieben. Hier hatten wir, das sieht in anderen Indizes ein bisschen anders noch aus, vielleicht auch im DAX ein bisschen deutlicher. Wir hatten hier mit der Fed Verkäufe gehabt und dann am Tag nach der Fed ging es dann deutlich nach oben. Das war vor 2 Wochen am Mittwoch gewesen, am Donnerstag dann die deutlichen Käufe gewesen. Und da konnte der Markt halt doch sehr schnell diese Abwärtsbewegung halt kontern. Genauso auch vielleicht auch auf der Oberseite, ja, einen Tag hoch, nächsten Tag wieder runter. Also für mich ist die Frage im Nasdaq heute, schaffen wir es, hier nach oben durchzulaufen und direkt den Konter nach oben zu initiieren? Oder sehen wir heute mal nach einem Tag abwärts oder 2 Tage sind es jetzt auch noch einen dritten Tag abwärts? Heißt, die Negativseite wäre, dass der Markt vielleicht hier an so einem Hochpunkt oder an einem alten Tief. Deswegen habe ich hier die beiden Tiefs mit drinne, der letzten 2 Tage, dass der Markt bis da hochläuft und dann schlussendlich runterfällt und früher oder später dann irgendwann auf Rot umdreht. Und wir vielleicht sogar auch durch das Tief von gestern gehen, ja, oder auch darunter schließen, je nachdem, werden wir dann sehen. Also das ist so die Idee nach den höheren Inflationsdaten, ob das dann passieren kann, passieren könnte, ja, oder halt eher nicht. Ja. Von daher ist, wenn auch der Markt nach oben steigt, trotzdem halt dann die Überlegung, behält man bei dem Weg nach oben den Short-Fokus halt weiter im Blick, falls man danach genau diese Kerze erwartet? Oder ist es okay, wenn man in diese Widerstände hinein weiter den Long-Fokus hier aufrechterhält, um dann halt zu überlegen, dass der Markt halt wieder so nach oben geht? Ich hatte dazu auf der Facebook-Seite, glaube ich, sogar in der Gruppe vom Dirk. Muss ich jetzt ja nochmal kurz gucken. Hatte ich nochmal ein Bild reingestellt, auch im Vergleich der S&P 500. Ist ja auch relativ konstant hier gestiegen. Ja, also in der Gruppe bin ich auch immer mit aktiv und da seht ihr das jetzt hier auch der Tageschart, wie sich auch da der Markt bis dato verhalten hat, wenn wir mal 4 Tage, 7 Tage oder 5 Tage in Folge die Tiefs hier unterschritten haben, dass dann eigentlich fast immer am Nachfolgetag im Sinne des Trends der Markt halt auch wieder höher gegangen ist. Hier zum Jahreswechsel, da hatten wir mal eine Phase gehabt, wo der Markt halt doch eher länger nach unten gefallen ist, also mehrere Tage in Folge. Und da sieht man es halt auch. Ja, wir hatten dann auch hier an diesem Tag, der 2. Januar, dann hat der Markt trotzdem versucht, erstmal nach oben zu gehen. Deswegen ist auch hier dieser Docht entstanden. Ja, und da dieser Docht hier entstanden und dann ging es am Ende des Tages halt dann doch nach unten. Ja, und das ist halt genau das, wo ich heute schauen muss,
ob das hier dieser Anstieg, den wir sehen oder dann auch sehen werden im Nasdaq vielleicht, ja, falls dieser dann verkauft wird, was dann passiert. Ja, genau. Also im Nasdaq sieht es jetzt nicht ganz so schick aus, aber das sollte so ein bisschen die Systematik hier zeigen, was da so nach so einem Tag auch passieren kann, dass da auch direkt wieder der Konter nach oben kommen könnte. Genau. Gut, vom Tageschart aus, also im Tageschart wichtig für mich, also nur das letzte Hoch, dann das Tief von vor 3 Tagen, also letzte Woche Freitag, das Tagestief vom Montag. Das sind so für mich die 3 Marken, die ich da recht interessant finde. Und dann gehe ich von dort aus dann in die Stunde hinein. Und auch in der Stunde dann kommen dann noch ein paar mehr Linien dazu. Die habe ich dann aber auch hier in diesem Intraday-Chart mit eingezeichnet. Und die grüne Linie, die ihr hier seht, wird von einer blauen Linie überlagert. Also diese grüne Linie, das alte Tageshoch, was man gerade im Tageschart gesehen hat, passt genau mit diesem Stundenhoch zusammen. Und das ist bei mir dann im Intraday-Chart jetzt eine blaue Linie, weil es hier auch gleichzeitig ein charttechnischer Widerstand ist, ein lokales Hoch. So, und im Stundenchart geht es jetzt für mich darum, ob der Nasdaq diese lange Stunde mit den 14:30 Uhr Zahlen, ob er diese überwinden kann, also rausnehmen kann, oder ob darunter der Markt halt hier in einem Widerstand bleibt. Ja, das ist dann die Zone, seht ihr auch gleich im Intraday-Chart. Dieser Bereich ist für mich hier interessant auf Stundenebene. Und dann wird hier auch die Frage genau die sein, wie wir es jetzt hier, wie es auch vorhin gezeigt hatte im Tageschart. Ja, geht der Markt jetzt hier in diesem Abwärtstrend weiter nach unten? Was er halt gerne mal macht, ist auch so ein lokales Hoch mal ein bisschen rausnehmen und ein bisschen höher zu laufen und dann zu fallen. Oder wird das Framing, das was wir hier bis jetzt schon sehen, kann der Markt dieses Framing fortsetzen? Bedeutet, ihr seht ja hier, die Kerzen sind aktuell blau hinterlegt. Heißt, wir haben hier eher Tendenzen seit gestern, nachdem der Markt das Tagestief generiert hat und diesen starken Anstieg im Stundenchart hatte, haben wir jetzt genau ein Framing aufwärts. Und das wird dann hier nochmal spannend werden. Das ist genauso die auf Stundenebene zumindest, dass wir von unten aus gesehen einen Aufwärtstrend haben, der gegen den Abwärtstrend von gestern ab 14:30 Uhr, also wenn man das Tageshoch hier nimmt, oder dieses Hoch nimmt, nicht das Tageshoch, dieses Hoch nimmt, auf die Abwärtsseite. Ja, und da ist jetzt die Überlegung, können wir diesen Widerstand halt rausnehmen, ja oder nein? Genau. Ja, und von dort aus geht es dann weiter nach unten in den 5-Minuten-Chart und dann wechseln wir aber direkt hier nochmal in den 5-Minuten-Chart nach unten. Genau. So. Dann schauen wir uns das hier an im 5-Minuten-Chart. Ich mache das hier mal aus. So, und hier im 5-Minuten-Chart sieht man jetzt auch nochmal ganz gut, also das lokale Hoch markiert von gestern Nachmittag, also nach US-Eröffnung, ging es ja im Nasdaq erstmal nach oben deutlich weg. Vielleicht, wenn man es hier nochmal ein bisschen deutlicher aufzieht, das Ganze. So, dann sehen wir hier nochmal die 14:30 Uhr Zahlen, die Inflationsdaten, höhere Inflation, gleich spätere Zinssenkungen, gleich fallende Kurse. Ja. Das ist all das, was da gespielt wurde. Dann zur Eröffnung hier um. Ging es dann kurz danach, nach der Eröffnung, hier ist die Eröffnung gewesen, also hier in dem Bereich, oder das ist die Eröffnungskerze hier, ist der Markt, hatte dann versucht, hier dieses Reversal, hat es auch geschafft, relativ deutlich nach oben. Und da sieht man auch, da wäre ich durchaus dann auch eher dabei gewesen, zu sagen, okay, wir schaffen das Reversal, aber dann hat der Markt dann doch sehr verschachtelt, den abwärts dann doch aufgenommen und es sogar geschafft auf ein neues Tagestief zu fallen, was dann wieder massiv hier gekauft wurde zum Ende hin. Also das ist aktuell, finde ich, dem Markt nicht wirklich einfach. Muss auch sagen, ich habe den Nasdaq in letzter Zeit relativ wenig gehandelt. Ja, ist aktuell nicht so mein Markt. Ja. Gut, aber mal gucken, wie wir damit heute klarkommen. So, jetzt sehen wir jetzt hier, dass der Markt auch da diese Trendstruktur von unten aus gesehen noch aufrechterhält. Ja, lange aufwärts dann. Im Overnight-Handel seitwärts und dann ab heute Morgen dann auch hier noch diese Long-Bewegung hier aufwärts an dieses letzte lokale Hoch, aber so richtig wirklich weg sind wir da nicht gekommen.
Und jetzt wird es für mich hier spannend werden, wenn wir zur Eröffnung hier reinkommen. Was passiert, wenn der Markt so einen Dip nach unten macht? Wird der schnell gekauft oder bleibt diese Abwärtsstruktur hier aufrecht und der Markt geht dann in die Trendbewegung nach unten rüber, ähnlich wie er das ja gestern auch von diesem Niveau aus gemacht hat. Da sind wir ja auch von dieser 17.000, na, das will ich haben, von dieser 17.792 mehr oder weniger ja auch dann dort runtergelaufen. Also das ist die Idee eigentlich für das Short-Szenario. Dafür sollte er aber die Aufwärtsstruktur hier brechen, im besten Falle auch noch darunter schließen dann in den kleinen Zeiteinheiten. Dann wäre das eigentlich ganz, ganz gut. Dann hätten wir hier so eine Art Doppelhoch gehabt und dann könnte der Markt hier vielleicht diesen Anstieg ein bisschen korrigieren und würde wieder in die Abwärtsbewegung fallen. Und das wiederum könnte auf Tagesbasis genau dazu führen, dass dieser Anstieg, ich zeige es jetzt mal ein bisschen anders, falls der Markt hier drunter fallen würde, ja, hier war jetzt die Eröffnung gewesen, so falls der Markt dann hier runterfällt, dann wird ja die Kerze rot, ja, und dann wäre das alles, was wir hier gesehen haben, würde dann also als Docht im Tagesschart dann entstehen. Das, was jetzt aktuell sieht, ja die Tageskerze manchmal daneben, wie sie jetzt aussieht. Wir haben hier den Eröffnungskurs. Das ist aktuell der Kurs. Sprich, das wird hier, ist alles Kerzenkörper noch. Ja, und das Tageshoch bis jetzt ist aktuell der Docht und die Lunte ist das hier. So sieht ja aktuell die Kerze aus. Sprich, wir haben jetzt noch eine positive Tageskerze. Klar, der Tag an sich für den US-Markt hat ja noch nicht begonnen. Beginnt er erst in 10 Minuten oder so. Genau, also das ist so meine Idee auf 5 Minuten Basis, hier zu schauen, ob dieser Unterstützungsbereich hält oder halten kann. Und ja, also dass wir den Trend wieder aufnehmen. Und auf der Oberseite werde ich dann schauen, ob wir dort den Widerstand, oder machen wir es mal anders. So, und das ist der Widerstand dann hier für mich. Und unten ist die Unterstützung. Ja, mal gucken, wie der Markt dann da rauskommt und wie ich dann damit umgehe. Gut, ansonsten die rote Zone, die ich davor im Stundenchart gezeigt hatte, das ist genau diese, seht ihr hier markiert. Das ist dieser Bereich, den ich da drinne hatte. Hier nochmal, können wir auf die Stunde gehen, also in der Stunde. Das hier, da ist die Stunde. Da hatte ich in der Stunde das, also diese rote Zone, die ihr hier seht, diese ist sozusagen im Stundenchart dieser Preisbereich, den ich da oben markiert habe. Genau, und da würde dann wieder für mich dann auch entscheidend werden, wie sich dann der Markt dort verhält. Schaffen wir es, diese lange Abwärtsstunde zu neutralisieren oder läuft der Markt nur da rein und nimmt dann nochmal die Abwärtsbewegung halt auf, wie davor halt erklärt. Ja, das wiederum für den Docht dann auf Tagesbasis interessant werden würde. Gut. Dann ich immer noch mal kurz durch. Ja. Also Fazit, was leiten wir schlussendlich darauf ab? Was sind meine Gedanken? Meine Gedanken sind im 5-Minuten-Chart aktuell. Also Ist-Zustand, wir haben im 5-Minuten-Chart einen Aufwärtstrend, der pendelt hier zwischen diesen Unterstützung und oben Widerstand aktuell hin und her. Mit der Eröffnung muss ich dann zeigen, wie geht es dann dort weiter. Also sehen wir einen echten Ausbruch oder sehen wir weiterhin in der Range das hin und her. Im Stundenchart, der rechts oben ist, da sind wir aufwärts, kommen aber in die Widerstandszone rein, die ich auch hier im 5-Minuten-Chart gezeichnet habe. An der Widerstandszone wäre für mich erstmal auch eher die Short-Seite zu handeln, wenn ich hier unterstelle, dass der Markt diesen Bereich verkauft. In diesem Bereich hier hinein. Dann ist hier noch dieses alte Tagestief aus dem Tageschart. Das ist die erste Linie hier. Tagestief vom Freitag ist das. Also das wäre so der Bereich, wo ich eher die Shortseite gucken würde. Und dann müsste ich schauen, ob ich da im Minuten- oder 5-Minuten-Chart ein Setup bekomme, das dort einen Trade halt machen kann oder könnte.
Was man vielleicht heute gesehen hat im DAX zum Beispiel, der war ja oder ist bis dato ja relativ stark auch unterwegs. Und da ist es ja auch so, da hatte ich heute früh auch so eine Grafik online gestellt, ob wir nicht eine Wiederholung auch sehen. Die hole ich mir auch mal nochmal hierher kurz. Ja, auch da ist nochmal das Bild. Das war heute früh aus der Analyse, wo ich den DAX analysiere. Da war auch die Frage, na, wir hatten hier einen schönen Intraday-Widerstand gehabt, vergleichbar mit dem Hoch unserer Stundenkerze im Nasdaq, ja, was hier schön Widerstand war bei 16.688. Ja, und da ist der Markt halt reingelaufen, sogar leicht drüber gelaufen und hat das dann aber schlussendlich hier schon, sieht man es ja ganz gut, den Widerstandsbereich dann doch zu einer Unterstützung umgebaut. Und von dort aus haben wir jetzt ja gesehen, ist der Markt ja deutlich hier nach oben gelaufen und wieder in diesen Bereich hier hinein, 16.960 da hoch, ja, ist der Markt jetzt ja wieder drinne und mal gucken. Also auch sehr stark nach dem schwachen Tag. Ja, und ich hatte da also heute früh so ein bisschen die Frage gestellt, sehen wir eine Wiederholung letzte Woche oder vor 2 Wochen, Mittwoch und Donnerstag? Also das, was ich hier oben links jetzt grün markiert habe, sehen wir da eine Wiederholung. Passend ist, bis jetzt sieht es ganz gut aus. Die Frage wird nur sein, falls die US-Börsen einknicken oder nicht, wie sich das dann auf dem Markt dann auswirkt. Werden wir dann sehen, wenn jetzt ja gleich in ein paar Minuten die US-Börsen hier in 2 Minuten aufmachen. Gut, ja. So mal der Blick auf den Stand der Dinge, wie ich den Markt hier gerade so ein bisschen sehe. Ja. Rein technisch wäre man jetzt schon, könnte man durchaus hier vor Eröffnung long sein, aber so 2, 3 Minuten davor gehe ich eigentlich eher weniger long. Auf der rechten Seite, ganz rechts, sieht man noch, da sieht man den Order Flow, also aber ein bisschen anders dargestellt. Der Future tickt auf 0,25 Punkte. Da es aktuell relativ schnell Punktesprünge gibt, die Markttiefe auf einen Tick relativ gering ist, habe ich es jetzt so gemacht, dass ich hier das mir abgeändert habe und mir das auf einen Punkt anzeigen lasse. Also immer 4 Ticks ist denn hier ein Level, weil der Markt sowieso so schnell hüpft. Ja. Und falls es doch mal größere Orders gibt, dann sieht man das hier zusammengefasst dann so ein bisschen. Ja, wird man nachher höchstwahrscheinlich immer mal auch so 60, 70 oder auch 100 Kontrakte sehen. Das ist dann sozusagen zusammengefasst von 4 Levels, ja, die Markttiefe. Weil aktuell stehen bei 4 Ticks teilweise immer nur 3, 6, 9 Kontrakte und alles wird über diesen Order Flow, also über dieses ja schnelle High Frequency Trading halt abgewickelt mittlerweile, so dass man mit dieser Markttiefe auch nicht wirklich so richtig was anfangen kann. Im Nasdaq hat sich schon auch einiges verändert. Genau. Ja, man sieht dann hier daneben dann alle, können wir hier auch nochmal reingehen, durchgehen die Listen. Also die erste Spalte ist, wo der erste Pfeil in Gelb ist, ist das Volume Profile, was hier draus entstanden ist. Dann kommen hier die Preise. Das sind hier alle, der dritte Pfeil, alle Limit-Kauforders, die hier sind. Das sind alles Limit-Verkäufe. Das sind alle Market Verkaufsorders, die ausgeführt wurden, und das sind alle Market-Kauforders, die ausgeführt worden sind. Und wenn man das unten oder wenn man das zusammenrechnet, 3 Kontrakte, die gekauft worden sind, minus 68 Kontrakte, die verkauft worden sind, bleibt hier eine Differenz von 65 Kontrakten. Das ist das sogenannte Delta. Das ist die letzte Linie. Manchmal ist es dann so, dass dann zum Beispiel da 400, 500 Minuskontrakte stehen. Das heißt, der Markt, der hämmert dann immer auf ein Tief drauf. Kommt da nicht durch, dann weiß man, okay, wenn da 400, 500, 600 Kontrakte verkauft worden sind, ja, und der Markt kommt durch einen Tief nicht durch, dann sieht man, okay, auf der anderen Seite ist jemand, der limitiert halt den Markt stark hält und dann kann es durchaus sein, dass der Markt davon weggeht. Oder aber, und das passiert dann auch, wenn der Markt davon überhaupt nicht weggeht, sondern immer wieder drauf fällt auf diesen Bereich, dann merkt man, okay, die aggressiven Verkäufer, egal was dort an Limitkäufern reinkommt, wird genommen. Was dann schlussendlich dann auch mal zu einem Bruch führen kann. Falls sowas denn ist, werden wir das sicherlich dann auch nochmal sehen. So, jetzt haben wir hier die Eröffnung. Wenn jetzt mal gucken, ob hier der Markt, wir sind jetzt hier in der Mitte, ist ein 5-Minuten-Chart, werden wir dann mal sehen, ob wir hier diese Range jetzt aufrechterhalten, die Uhrzeit mit dran und dann mal sehen.
Was bedeutet, die Börsen öffnen gleich, der Future läuft auf 24 Stunden, das stimmt, aber die Kasse, also der Markt, wo die Einzelaktien handeln, die eröffnen in den USA um 15:30 Uhr. Deswegen sieht es jetzt so aus, dass der Markt halt jetzt wesentlich schneller hier läuft, wesentlich schneller hin und her geht als gerade eben davor. Das Volumen ist jetzt ein ganz anderes. Wenn man das jetzt hier unten anknipsen würde, dann würde man sehen, dass da das Volumen sich dann deutlich von dem unterscheidet. Weiß gar nicht. Mal kurz gucken, ob man das hier zeigen. So, ja. Irgendwie will es nicht angezeigt werden. Weiß ich nicht. Aber das Volumen ist jetzt deutlich höher, ja, in den ersten Minuten jetzt oder jetzt in den Minuten. Also im Nasdaq zum Beispiel werden teilweise in den ersten 5 Minuten 60.000, 70.000 Kontrakte gehandelt, davor halt irgendwie 1.000 oder so. Quatsch, ja, 20.000. Ist dann eher der S&P Future. Also relativ weit ausgereizt hier auf der Oberseite das Ganze. Mal sehen, ob wir hier innerhalb der Range jetzt bleiben. Ja, nochmal auf Tickvolumen drücken. Also ich will ja das echte Volumen haben. Das müsste ich ja, da ich ja den Future habe, müsste das eigentlich ja angezeigt werden. Tickvolumen, echtes Volumen. Normalerweise wird es ja eigentlich unten immer mal angezeigt, ne? Naja, ist jetzt auch nicht so wichtig. Gut. Günther schreibt gerade Nasdaq ABC 100 erreicht. Vielleicht nochmal kurz beschreiben, was das für dich bedeuten würde. Wie gesagt, also ich selber gucke jetzt da auf sowas nicht drauf und gut, also für mich jetzt hier die Frage, hält diese Range und wir gehen dann runter. Okay, A-Welle gleich C-Welle. Okay. Gut, bei Wellenzählen, da bin ich raus, da weiß ich immer nicht, wo ich anfangen soll. Da kann ich leider nicht mit. So, seit gestern ABC rauf. Ach so, dann wahrscheinlich. Also ich tippe jetzt mal, wie gesagt, da bin ich, kenne ich mich zu wenig aus. Aber ich nehme an, dass man hier die Strecke meint und die dann nochmal hier abträgt und dass dann der Markt da genau das erreicht hat. Also A gleich C. So in der Art würde ich jetzt mal tippen. Gut, ja, was auch mal ganz gut mal funktioniert, ist auch hier in der Stunde oben rechts die Extension von dem Pryx Tool. Das haben wir jetzt auch erreicht. Dort sind ja ganz gut jetzt reingelaufen. So, was haben wir jetzt hier an Stop? 37 Punkte. Das Problem ist jetzt, wenn ich jetzt hier überlege, jetzt hier in den Short einzugehen, da habe ich nur ja, 17 Punkte nach unten Luft, aber trotzdem 38 Punkte nach oben. Das ist halt die Frage, geht man das ein? Also man kann den Trade sicherlich machen, wenn man drauf setzt, dann oder wenn man drauf setzt, dass er eher erst halt unten das Ziel erreicht, bevor er in Stop-Loss läuft, dann lässt sich natürlich so ein Trade dann schon gut und gerne eingehen. Aber muss er dann halt auch machen, ne? So.
Also bis jetzt wäre es, sag ich jetzt mal, von der Idee her am besten gewesen, direkt diesen ohne Bestätigung oder direkt diesen Widerstandsbereich zu verkaufen. Jetzt mal gucken, ob er runterläuft. Also auch wenn er jetzt nach unten geht, ist es ja so, wenn man sich vorstellt, die Kasse oder der Future, ja, hat gestern hier unten geschlossen. Das heißt also, alles, was jetzt nach unten geht, wäre auch durchaus Gap Close. Heißt, wenn jetzt dieser Bereich bricht, könnte es natürlich auch sein, dass wir hier in den Gap Close reinlaufen. Man kann sich da auch im Chart das auch anmachen. Ich sehe es gerade nicht. Bin ich doof? Warum ist hier Symbollinien aus? Gut, müssen wir mal gucken, warum das aus ist. So, jetzt sind wir erstmal runtergekommen, aber vom Verlauf her weiß man das zumindest. Also, ich habe es so im Blick. Also, brauche jetzt da jetzt ja nicht die Marke dafür. So. Ah, jetzt wird angezeigt hier unten das Volumen. Ja, jetzt sieht man es hier unten. Ne? Da sieht man jetzt den Volumenunterschied. So, jetzt gucken wir mal rein, ob hier dieser Unterstützungsbereich gehalten werden kann. Microsoft und Google, die gehen ein bisschen nach unten. Also hier im Future wird schon gern vielleicht sogar gucken, dass wir hier an das absolute Tief hier in Richtung 56 vielleicht hier rankommen, bis in diesen Preisbereich hier hinein. Wenn der Markt jetzt hier hochschnippt an die 70, dann würde ich nochmal schauen, ob ich da das bekomme, den Long Trade im Sinne der Range halt. Wenn jetzt hier unten rausplumpst, also von oben wäre in der ersten Instanz der Short erstmal ganz gut gewesen. Wir sind aber hier auf der rechten Seite oben noch im Long Framing drin. Und mal gucken jetzt, ob hier der Markt, wie das sich jetzt hier verhält. Also das Volumen ist weiterhin pro Tick relativ schwach mit 40, das heißt unter 10 Kontrakte auf jedem Level, also auf jedem Tick, die hier drinne stehen. Also da ist ja kaum großes Volumen unterwegs gerade. So, also die Kerze doch sehr deutlich hier nach unten gedrückt. Und bis jetzt kein. Ist manchmal halt, so jetzt wartet man hier die erste Minute ab, vielleicht kriegt man hier ein Boxset ab und hätten da ein technisches Signal. Dafür gehe ich mal auf den 1-Minuten-Chart und mache mir mal hier das X-Frame an, um dieses Box-Setup, wenn es da entstehen sollte, zu sehen. Im DAX gab es heute auch ein Box-Setup, konnte man erfolgreich umsetzen. Ja. Mal gucken, ob es hier eins gibt. Ja, also Microsoft gefällt mir eigentlich nicht, wie die so runterdrücken, aber sobald die halt aufhören mit Fallen, könnte ich mir schon vorstellen, dass da nochmal ein Schnipser nach oben gibt.
Okay, über dem Hoch hier der letzten 1 Minuten Kerze eine Buy-Stop-Order reingelegt. Da sind wir jetzt long drinne. Mal gucken, wie weit der Markt jetzt hier hochgeht. Wichtig wäre jetzt das Hoch der, die, also die 69 hier zu erreichen. Also hier hat man das erste Mal gesehen, dass hier auch ein Verkäufer drinnen hockt mit über 100 Kontrakten. Da 120, da muss es durchgehen. Wenn es da jetzt nicht gleich durchgeht, dann kann man den Trade schon wieder fast knicken, weil dann vielleicht die lange Minutenkerze hier nicht rausgenommen wird, die als abwärts ging. So, jetzt müsste der Push hier nach oben durchkommen, dann wäre es okay. Ansonsten müsste ich hier den Trade halt höchstwahrscheinlich dann verlassen. So, jetzt mal gucken. Also hier müssen wir drüber. Also Fokus ist ja auf die 69. Ja, so. Gut. Ah, schade. Sind wir raus. Zu schnell nachgezogen. Hätte jetzt ja gerne gesehen, eine lange Kerze. Ja, war jetzt nichts. Ah, gut. Also, da vielleicht zu schnell gewesen bei dem Hin und Her. Ja, zu schnell. Also mal sehen, wie die Kerze jetzt hier endet. Schön wäre es, wenn die Minute dann oberhalb der 70 enden würde und dann hätten wir durchaus die Chance, innerhalb der Range vielleicht auch wieder hochzukommen. Was mich ein bisschen stört, sind halt so ein bisschen die Top-Werte, die irgendwie nicht das so richtig mitmachen. Aber die Microsoft hat sich jetzt mal kurz stabilisiert. Also mal gucken, ob wir es hier schaffen. Das technische Ziel vom Box-Setup wäre bis an das Hoch hier ran. Also das wäre das Take-Profit hier. Das war der Einstieg. Das wäre sozusagen das Risiko und das wäre die technische Chance, wenn es durchläuft. Na ja gut, sieht jetzt doch ein bisschen langsamer, aber doch konstant nach oben. Also jetzt wäre der Stop-Loss auch an der gleichen Stelle, wo mein Exit wäre, also etwas darunter. Mal gucken, ob man den durchbekommen hätte. Wenn wir jetzt nicht das Tief der letzten Minute rausnehmen, könnte ich ja vielleicht sogar nochmal einsteigen, wenn es wieder hochzieht, dass man da vielleicht an ähnlicher Stelle nochmal reinkommt. So, 15, oben Stundenchart sieht ja auch erstmal ziemlich nach einem Doji aus. Mal gucken, wie da die 15 Minuten ist gleich fertig. Ja, der ist auch so ein Doji. Ja, Doji nicht, aber zumindest hoch runter. So, jetzt mal gucken, ob der Markt von hier aus jetzt wieder Attacke macht, um in die Range zu kommen. War ich jetzt zu langsam? Ja. Ja, war ich zu langsam. Also kurz drunter gegangen. Hier hätte ich klicken müssen. Bis dahin nicht geklickt. Na gut. So, neue 15-Minuten-Kerze. Also 15-Minuten-Kerze hier oben groß in braun jetzt dargestellt. Wir haben uns bis jetzt gerettet wieder in diese Range hier hinein, die wir hier auch im Minutenchart sehen. Ja, und mal sehen, ob da der Markt. Ja, drüber. Ich switch schon wieder rum in den 5-Minuten-Chart. Ja, das sieht so aus. Ja, jetzt mal sehen, ob der Markt hier wirklich innerhalb dieser Range jetzt bleibt und wieder höher geht. Also wenn die beiden großen Werte noch mitmachen würde, also Amazon ist ja wirklich gut nach oben. Aber die restlichen großen Microsoft und Apple sehen irgendwie nicht so prall aus.
Gut, schade. Jetzt hätte man hier das technische Ziel erreicht. Schade, ich war zu langsam. Das ist eigentlich für mich eigentlich immer eine Kerze, die ich. Also im besten Falle hätte es gar nicht das Tief rausgenommen. Das ist so eine Verräterkerze, die nenne ich das. Wie gesagt, ich hätte hier abdrücken müssen auf der 70. Wenn wir jetzt in den 2 Minuten am Ziel gewesen. Schade, da war ich, wie gesagt, zu langsam. Aber man hat gesehen, vielleicht auch im Video oder so, wenn man sich den Mitschnitt anguckt, wie schnell es dann halt geht. Man denkt kurz, muss ich klicken, drückt nicht direkt durch. Ja, und dann ist der Markt halt weg. So, also haargenau hier das Hoch angetickert. Ja. So, what's going on? Da war mal zu schnell, so gucke ich hier nochmal kurz rein, weil da ist weiter nichts. Gut. So, also 15 Minuten Chart ist natürlich jetzt mit dieser Vola-Kerze hier wenig, ja, viel möglich. Seit der Öffnung ging es einmal, wenn man so möchte, von der Öffnung aus, wo sie hier, ja, unter die 15-Minuten-Kerze, ja, wenn man so will, ging es einmal 35 Punkte hoch, 70 Punkte runter und jetzt doch recht konstant 48 hoch. Ja. So, jetzt sind wir wieder am Tageshoch, was wir hier auch im Chart unten rechts hatten, im Tageschart. Da sind wir jetzt gerade angekommen, ist bei mir diese blaue Linie, weil das auch gleichzeitig halt das lokale Hoch ist von gestern. Da, das sieht man jetzt hier, wenn ich zusammenschiebe. Ne, sieht man nicht. Müsste ich auf 5 Minuten gehen. Wenn ich es jetzt zusammenschiebe, da sieht man es also an dieses Hoch. Ja. So, was wird's? Was wird's? Was wird's denn? Also, naja, der Trade waren am Ende nur $10 jetzt gewesen. War jetzt nicht viel. Direkt Short hier oben im Widerstandsbereich wäre halt sogar durchgegangen mit, ja, mit 20 Punkten Stop hätte man das ganz gut überlebt. Also ich bin so ein bisschen unentschlossen, weil halt die Einzelwerte halt auch so ein bisschen unentschlossen sind. Das macht es gerade so ein bisschen schwer. Also ich gucke halt immer so ein bisschen auf die Einzelwerte, weil falls die großen irgendwie dominant sind, gibt es meistens so ein bisschen eine Richtung, wenn die großen Werte, der eine steigt, der andere fällt, halt nicht dominant sind oder jeder sozusagen sein eigenes Süppchen macht, dann wird es halt schwer, weil dann gibt es irgendwie ein bisschen Trend, unsaubere Struktur, mal hoch, mal runter. Kann man sicherlich vielleicht auch technisch handeln, das Ganze dann, aber finde ich dann halt immer so ein bisschen schwierig. Und aktuell ist es halt so, dass ja vor allem die Amazon steigt und dagegen als größter Wert und auch die Nvidia so ein bisschen steigt, aber die restlichen, vor allem Apple und Microsoft eher nach unten gehen. Ja. Ich meine, das könnt ihr ja euch auch bei eurem, bei FX Threat hier in dem Falle auch einstellen. Ja, ich habe das hier so drinne. Ja, dann seht ihr das. Also hier sieht man das Ganze. Ja, Amazon halt aufwärts und Microsoft abwärts und auch Apple halt abwärts. Ja, die stehen schon näher am Tagestief von gestern. Ja, das ist dieses PDL, Previous Day Low, übersetzt Vortagestief. Und ja, natürlich klar, wenn jetzt Google hier mit nach oben kommt, wäre es natürlich schön. Oder wenn halt auch hier unten links die Nvidia mit ansteigt, wäre natürlich auch schön. Oder die Tesla-Aktie so, ja, den hier macht. Dann kann es natürlich nach oben gehen, aber so wird es halt schwierig. Ja, und jetzt sieht man hier vielleicht so ein bisschen den Verkaufsdruck, weil die Microsoft fällt und die Amazon halt an und dann gibt es den Push hier nach unten. Ja, sowas. Und da spielt dann unter Umständen nicht immer halt die Charttechnik dann auch manchmal eine untergeordnete Rolle, ja, weil die Kasse am Ende die Bewegung macht und das führt dann zu diesen stark überlappenden Kerzen halt.
So, im 15-Minuten-Chart könnte man es, oder hätte man es jetzt so analysieren können. Der ist bis an den Eröffnungskurs gelaufen und von dort aus jetzt zweite Welle runter. Ja. Das, was wir jetzt gerade sehen. Und jetzt wieder die Frage, geht es halt wieder rein oder nicht? Ja, werden wir dann gleich sehen. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt in letzter Zeit, also ich habe in diesem Jahr fast kaum die Eröffnung im Nasdaq gehandelt. Meistens habe ich erst gehandelt nach einer Stunde oder so, oder ja, so 16, ne, eher so 17 Uhr sogar gehandelt, wo der Markt dann etwas ruhiger wurde, ja, und ich dann eine Struktur halt hatte im Markt. Und da habe ich dann irgendwie immer mal gehandelt von 17 bis 17:30 bis 18 Uhr und dann fertig gemacht. Liegt halt auch daran, wenn man vielleicht auch für sich selber merkt, okay, die Eröffnung ist zu wild, ich kann es nicht lesen oder nicht greifen, ja, dann sollte man halt auch dann erstmal vielleicht von sowas Abstand nehmen. Und ich hatte im Januar doch den einen oder anderen Tag, da hat mich auch mal die Eröffnung gut ausgenockt. Ja, also da ging es irgendwie mal 60 Punkte hoch und 90 Punkte danach direkt wieder runter oder so. So eine Spirenzchen und da. Ja, 60 Punkte sind, wenn wir dann mal so zwei, drei Kontrakte drin haben, dann ist dann doch schon, sind dann mal 400, 500 Euro, die man oder Dollar, die man da halt dann riskiert in so einem Trade. Und wenn man dann halt nur für ein paar Sekunden ausgestoppt wird und dann läuft es in die andere Richtung, das ist dann nervig, ne? Und dann hat man den ganzen Tag dann damit zu tun, das wieder reinzuholen. Ja, ich glaube, ich hatte letztens mal so einen starken Verlusttag auch mal gezeigt, in meiner Auswertung. Naja, passiert halt auch mir, logischerweise. Also bin da vorher auch nicht gefeit. So, also Microsoft jetzt am Tagestief von gestern dran. Ja, so, ich muss mal ganz kurz ans Telefon gehen, weil normalerweise ruft mich weiß meine Freundin, dass ich ein Webinar habe, aber wenn die mich jetzt anruft, ist vielleicht was ganz Wichtiges. Wartet mal kurz. Gut, war wichtig. Ja, aber nichts Schlimmes. War wichtig, aber zum Glück nichts Schlimmes, was sich nicht so regeln lässt. Okay, dann zurück zum Markt. Ja, also ich muss sagen, ich bin, also noch hält ja die Unterstützung, das heißt, noch ist der Fokus so leicht auf Long, aber der könnte halt ins Bröckeln kommen, wenn man jetzt hier in den USA auch vor allem die Top-Werte da nicht gleich kaufen, dann müsste man doch die Abwärtsseite hier in Betracht ziehen, wenn die Big-Werte nicht mit hochkommen. Ja. Also noch sträube ich mich so ein bisschen danach, den Short hier unten direkt zu handeln. Kann ein Fehler sein. Also vom Setting her, wenn man hier auch das Framing anmacht, sind wir auf alle Fälle Short. Ja. Also wenn man jetzt, ich mache mal hier das Framing an, halt das hier, den hier. So, dann sehen wir. Wir haben also oben rechts 15 Minuten Chart ist das Framing auf Rot gedreht durch den tieferen Schlusskurs hier gegenüber dem letzten. Kann manchmal auch, wenn das so knapp ist hier mit so ein paar Punkten, kann es mal bei dem einen oder anderen auch anders aussehen und das verändert schon auch durchaus für den gesamten Tag das Chartbild, weil andere Kerzen hergenommen werden. Ja, da kommt es manchmal auch, kann sein, da haben wir es auch schon teilweise gesehen, dass bei einem Broker ist die Kerze braun, bei dem anderen noch blau, ja, oder wird anders genommen. Ja. Und das geht dann aber über den ganzen Tag, weil dann die eine Kerze anders genommen wurde. Ja. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Dann haben wir hier im 5-Minuten-Chart das auch schon, das Framing jetzt in braun. Also die Erholung ging nur bis an das Hoch der Kerze hier ran. Was auch soweit okay ist, aber die Frage ist jetzt, ob man hier nach unten das jetzt so fortsetzen, weil halt die Schwäche im Markt reinkommt. Oder
Und das könnte ja auch eine Möglichkeit sein, als Beispiel, ja, die Microsoft, die kauft das Tagestief von gestern, ja, macht ein Doppeltief und dann geht es einfach hoch, ja, und dann war es das. Ja. Und wenn dann noch ein paar andere Werte anfangen zu steigen oder wieder steigen, ja, dann stehen wir relativ schnell wieder im oberen Widerstandsbereich drin. So, das ist so ein bisschen das, was ich jetzt überlege. Oder sehen wir hier mit dem Bruch auch der Kasse dann schlussendlich denn den Bruch oder das Verlassen der Range. Das ist so ein bisschen gerade das, was ich überlege. Ich habe jetzt hier nicht wirklich einen Trade auf Lager. Müsst ihr ja vielleicht nochmal im 1-Minuten-Chart gucken. Das könnte jetzt hier vielleicht nochmal ein Trade im 1 werden. Aber ich störe mich halt so ein bisschen mit dem Long, wenn ich halt die Einzelwerte sehe. Aber wie gesagt, am Ende, wenn im Future hier jemand zuschlägt und die Range kauft, dann schnippen auch alle Einzelwerte halt mit nach oben. Das darf man auch nicht vergessen. Aber ihr seht weiterhin, das Volumen ist echt unterirdisch. Nur 20 Kontrakte auf 4 Ticks. Ja, das könnt ihr euch ausrechnen, sind 4 auf einem Tick oder 5. Da ist echt wenig los. Ja, es wird halt alles über Algos gemacht, dass der Markt dann halt im Sekundentakt die ein, zwei Punkte hin und her oder 4 Ticks immer abräumt. Ja, und dann kommen da trotzdem große Umsätze zustande. So. Ja, also ich bin hier hin und her gerissen. Das ist so eine Marke rein technisch von der, also technisch gesehen würde ich hier die Long-Seite wählen. Gucke ich so ein bisschen in die Einzelwerte rein, tue mir ein bisschen schwer mit dem Long. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich mich nicht in den Trade halt reinquatsche. Ist mir nämlich bei meinem letzten Live-Trading bei einem anderen Broker passiert. Da habe ich gesagt, ich würde das Allzeithoch verkaufen und gehe dann halt gegen das Allzeithoch Long und habe da schön auf die Mütze bekommen. Ja, und genau, das war auch so ein Tag, aber da habe ich auch im Nasdaq auf die Mütze bekommen. Da hatte ich am Vormittag im DAX 6 Trades abgesetzt, alle im Gewinn. Danach habe ich 3 Trades in Summe im Nasdaq abgesetzt und alle 3 mit vollen Ausstopper und ich habe da nicht einmal einen Stich gesehen. War auch so nervig. So. Genau. Also wie gesagt, technisch ist der Long hier unten zu bevorzugen. Blick so ein bisschen auf die Einzelwerte, macht es mir ein bisschen schwer. So. Wie seht ihr das? Ja. Haut es den Markt hier von der Range wieder hoch oder eher nicht? What's your long? Okay. Also der erste sagt long in der Range. Long. Schlong. Schlong geht auch. Ja. Was sagt der Twitch-Chat? Aber unten, nicht hier. Okay. Also noch eine Ecke runter. Der Lutz möchte gerne weiter runter haben und dann long. Ja, wie gesagt, ich bin auch so, ich bin echt hin und her gerissen. Also ich habe das Risiko jetzt halt nicht genommen, hier unten den Long hier in dieser engen Range halt zu nehmen. Mal so, mal so. Schlung. Ich war Short durchbrechen. Okay. Also der Short macht für mich halt genauso viel Sinn. Ja. Gut, also bis jetzt hätte der technische Trade gesiegt, sagen wir es mal so. Der technische Trade hätte gesiegt. Also, gut, jetzt haben sie es wirklich aufs Ende um 16 Uhr jetzt wirklich geschafft. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass die 15-Minuten-Kerze direkt von da unten so hochzieht. Ja. Naja, gut. Dann ist halt so. Also, Range bleibt Range, solange die Range eine Range ist, muss man das halt doch am Ende wieder konstatieren und sagen, gut, dann wäre es der Range Trade hier gewesen. Ja. Genau. Gut, aber wäre mir jetzt hier oben auch alles zu knapp gewesen. Klar, es sind 20 Punkte irgendwie dabei rumgekommen, aber es wäre mir echt zu unsicher, wenn ich, wie gesagt, Blick auf die Einzelwerte hätte ich. Ich bin halt auch so ein bisschen, wenn ich halt eine Bewegung sehe, bin ich auch eher so ein Trendgucker und deswegen war auch für mich hier eher
so, dass ich dann denke, okay, die Microsoft hier ans Tagesziel vom Vortag dran, wenn die jetzt nicht hochkommt und hier durchbricht. Also ich gucke halt, wenn ich was fallen sehe, schon auch eher in die Trendrichtung. Deswegen habe ich das Ganze halt dann auch nicht gehandelt. Dagegen jetzt wiederum die hier rechts die Amazon, die ist am Ende nur angestiegen, Rücksetzer gemacht, und dieser Rücksetzer, dieses Tief und das Tief war sozusagen hier genau das Tief im Nasdaq, und jetzt mit dem Anstieg in den beiden Werten reicht das aus, dass der Markt dann halt hier 40 Punkte steigt. Also es sind auch noch ein paar andere Werte mit dabei, aber das reicht dann halt aus, da um wieder 40 Punkte halt zu steigen. Ne? Gut, also das wäre es gewesen, durchaus. Ja, also jetzt kommt es halt darauf an, ob man als Range Trader jetzt weiter diese Range hier beackert. Also das heißt, oben die Shorts sucht, unten die Longs. So ein Ausbruch hätte mir auch gefallen. Also im 15-Minuten-Chart ist auch viel Platz noch, selbst hoch nochmal und auch wieder runter. Tageschart deutet jetzt auch noch nichts an. Also falls wir hier über der uns mal wegbewegen sollten im Laufe des heutigen Tages von dieser 17.792 oder bei euch dann, wenn ihr dieses Tageshoch, Tagestief hier drin habt, das gut im CFD ist es minimal nicht auf gleicher Höhe. Ja, aber dass man dann halt da überlegt, okay, wenn der sich von dort aus wegbewegt, also von diesem Bereich, auch diese Range mal brechen sollte, dann halt gucken, was auf der Oberseite vielleicht geht. Ja, und da ja, die Longseite dann zu suchen, falls die Kerze ausgebildet wird. Und wie gesagt, wenn der Markt nach unten fällt, und vor allem würde ich dann drauf gucken, wenn die Einzelwerte hier einknicken, dass dann schlussendlich irgendwann der Markt nach unten durchbricht. Und wir diesen Anstieg, den wir hier gesehen haben, dann nach unten hin auflösen, und daraus dann diese Kerze mit einem langen Docht auf der Oberseite entsteht. So, also jetzt kommt die Apple-Aktie, die macht hier die Rutsche jetzt nach unten. Ja, und der Anstieg jetzt hier kann auch sein in der Microsoft, dass es halt nur der Rücksetzer war und dann als im Trend wieder Gas geben. Naja, also fürs Webinar ist es nicht meine Struktur. Muss man ein bisschen schneller sein und weiß nicht, im Webinar bin ich da immer ein bisschen langsam. Aber ganz ehrlich, wäre jetzt wirklich auch ein Bereich, wie gesagt, bin da jetzt nicht so dieser Range-Typ. Und dann ist also ich handle es schon mal, wenn ich so einen gewissen Flow habe, vielleicht reingekommen bin, vorher einen Trend-Trade gemacht habe, merke aber, der Trend-Trade geht nicht auf und dann merke ich, dass es eine Range wird. Also als Beispiel wäre, um das mal wäre nur mal angenommen, man hätte jetzt gesagt, okay, das könnte jetzt hier ein Abwärtstrend draus entstehen, also sowas hier, dann wäre ein Trade vielleicht hier rein nach unten, da merkt man, okay, die Range hält dann doch, und jetzt kommt der hoch, und wenn ich dann hier ausgestoppt werde, hier oder da oder dort, je nachdem, dann würde ich, und ich merke aber trotzdem, ich habe damit einen Gewinntrade gemacht, dann fahre ich nach dem Motto, dass ich dann an gleicher Stelle nochmal einen ähnlichen Trade suche mit der Intention, dass was einmal klappt, klappt auch zweimal. Gelingt halt immer ganz gut, ja. Gut. Ansonsten, ja, bis jetzt halt hin und her und am Ende. Vielleicht wackelt, mal sehen, wie lange der Markt da noch rumwackelt. In dieser Range. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Dann noch eine Frage, da will nichts mehr fallen, Nasdaq to the Moon. Okay. Ja, kann auch sein, wenn ihr das halt aufbaut. Ja, also natürlich müssen dann halt die Einzelwerte halt mitsteigen, sonst wird es halt nichts, logischerweise. Und also worauf ich in so einer Range halt immer achte, sind halt auch diese Kerzen, die Außenkerzen, zumindest mein View. Zum Beispiel jetzt hier wäre es halt für den Ausbruch aus der Range wäre es natürlich cool gewesen, wenn diese Kerze gehalten hätte, die rote, um dann nach unten wegzugehen. Für Long jetzt wiederum ist diese Kerze jetzt gerade für mich entscheidend, weil die hat hier auch gehalten, und da achte ich dann drauf, ob dann
sich da sozusagen eine Struktur aufbaut. Klar, ich werde hier in so einem Ausbruch dann auch weniger handeln. Und das muss ich dann aber über die Zeit aufbauen, wieder bis dahin, wo das dann wieder zerstört wird, und dann bleibt halt wieder nur die Range. Ja. Also genauso wie hier, der Markt geht nach oben, schöne Außenkerze gebildet, danach kommt er nur zurück, und dann erst mit Bruch dieser Außenkerze und den Close darunter kommt dann auch der Push nach unten so. Ja, oder hier war eine Außenkerze, die dann auch gekontert würde, was in der Range halt, oder was dann mir immer wiederum zeigt, dass da eher Range-Charakter ist. Und wenn sich da eine Trendstruktur dann ausbildet über so Außenkerzen, bin ich dann schon ein Freund, da auch mitzugehen und mich auch einzuskalieren. Also da bin ich dann schon eher für zu haben. So. Ja, und jetzt kann man sich ja vorstellen, falls die Einzelwerte von ihren Tiefs aus, also auch das Tagestief der gestrigen Tages hier, die beiden vor allem, Apple und Microsoft, falls sie das halten und kaufen, dann wird es natürlich schon auch spannend werden, weil die ja jetzt am Tagestief waren, und wenn man sagt, das Tagestief von gestern ist Ende und man geht davon weg, dann ist natürlich mehr Potenzial auf der Oberseite. Also sieht man ja hier, ja, da wäre dann jetzt hier in der Aktie mehr Potenzial auf der Oberseite. Genauso auch hier bei der Microsoft. Also da ist nach oben ja dann noch einiges an Platz. Ja. So, und das ist dann halt dann die Idee, der man dann folgen müsste. Ja. So, und andere Werte, wie gesagt, hier unten Google oder jetzt auch die Nvidia hier unten, die ist über dem Tageshoch von gestern schon drüber. Ja, kann man sich mal vorstellen, wenn alle Werte so stark wären wie die Nvidia, ja, oder auch die Tesla, Quatsch, hier oben, die Amazon ist relativ nah dran jetzt in Richtung Tageshoch von gestern. Und was bedeutet das für den Markt? Ja, dass dann halt auch da Luft nach oben ist. Und dann sehen wir halt, ja, wenn man jetzt das vergleicht, also Nvidia, wenn man hier oben den Tageschart nimmt, ja, Nvidia ist schon da oben. So, das heißt, wenn die anderen Werte das auch machen, so ähnlich, ja, dann geht der Nasdaq halt hier da hoch. Ja, und dann steigt man halt jetzt nochmal, was sind das, 170 Punkte? 900, ja, 170 Punkte halt nochmal an. Ja, so, why not? Alles möglich. Also das sieht jetzt wieder gut nach einer Trendstruktur halt aus. Wenn wir hier uns das Framing hier anmachen, ja, sieht das jetzt hier ganz gut aus. Man hat hier diese eine Abwärtsstruktur relativ gut aufgefangen. Und jetzt wäre es hier jetzt dann spannend, den Short, der würde jetzt nur in Frage kommen, wenn man jetzt sieht, dass diese Struktur wieder gebrochen wird. Ja. Und dann wäre das durchaus nochmal eine Idee für den Short. Ja, oder man sieht vielleicht sogar noch einen Bruch eines Tagestiefs eines Mid-Players. Gut. Rein technisch gehandelt, ohne Einzelwerte, bleibt das Range Trading, wäre einiges möglich gewesen. Paar Punkte hier, da und dort. Je nachdem, wie man seinen Stop versetzt, kommt man dann halt mal mehr, mal weniger mit. Hier hat man jetzt technisch dann auch wieder runtergehauen. Ja, also da muss man halt bereit sein, direkt hier den Klick dann zu machen auf die Short-Seite. Also zu sagen, ich handle die Range und ich will die Range. Das heißt, ich klicke halt hier den Short und da den Short und setze darauf, dass das halt nochmal abgehandelt wird, oder für die Long-Seite. Ich gehe halt hier long oder da long, oder dann, wenn das nächste Mal da runterläuft, dann da long und mache das halt. Ja, und ja, was würde ich jetzt machen? Gut, ich muss jetzt leider aufgrund des Anrufes gleich den PC verlassen, aber ich würde hier warten, bis der Markt für mich denn außerhalb dieser Range halt ist. Ja, so würde ich jetzt vorgehen und dann gucken, was danach passiert. Ja, Problem bei mir ist halt, wenn der Markt jetzt hier noch mal eine halbe Stunde in dieser Range rumeiert, dann gucke ich immer auf den Ausbruch, und dann, wenn der Markt das halt noch mal eine Stunde fortsetzt, und ich denke mir, oh, jetzt könnte mal der Markt aber hier ausbrechen, dann würde ich hier unten den Short versuchen und oben auch den Long. Deswegen muss ich, oder ist es für mich besser, einfach abzuwarten, bis halt mein Setup halt kommt. Und normalerweise, wenn ich jetzt davor bin, kommt das halt auch irgendwann. Ja, und da warte ich dann halt geduldig. Sollte man auch immer machen. Also man sollte nicht verzweifelt nach irgendeiner Einstiegsmöglichkeit suchen, sondern nach der Analysetätigkeit oder nach der Analyse, nach der man halt selber handelt, wie vorhin der Günther ja geschrieben hat. Wie der Günther geschrieben hat, ABC, ja, oder Pivots oder. Also da hat ja jeder seine Ansätze, und dann muss er halt dort seine Execution ausführen. Ich weiß, wo meine Stärken sind,
in der Range, wenn sie anders, ein bisschen anders läuft, ja, schon, habe ich da schon durchaus meine Vorteile. Aber weiß nicht, heute war ich irgendwie nicht da so darauf aus. Habe mir irgendwie ein bisschen anderen Verlauf vorgestellt. Aber gut, sei es drum. Ja, also ich habe jetzt, wenn man mich fragt, also ich wäre jetzt da unten eher, also ich hätte gar nicht gerne gehabt, dass der Markt in der Range nochmal ein bisschen in den Widerstand hochläuft. Also ich wäre hier schon eher, eigentlich eher der Typ gewesen, der gerne gesehen hätte, dass der Markt da runterfällt. Also hätte mir irgendwie besser gefallen. Ja. Gut, dann nochmal eine Frage. Was hältst du? Ich habe jetzt leider hier die anderen Werte jetzt gar nicht da. Also Gold habe ich nicht da. Gold hatte ich heute früh analysiert bei einem anderen Broker. Da war ich eigentlich schon eher der Meinung, ich weiß jetzt gar nicht, wo es steht. Ich halte mal kurz an, werde ich jetzt aber nicht zeigen. Mal kurz gucken, ob man das hier. So. Wir können es ja mal so machen. So, also Gold sieht man jetzt hier. Wie gesagt, also mein Ziel wäre hier runter Richtung 1973, ab 1980. Gestern hat einfach das Gold halt diesen Support hier unterschritten. Ja, und ist da halt nach unten durchgefallen und deswegen würde ich da halt gucken, dass der Markt da vielleicht auch runter geht. Euro-US-Dollar hier im Tageschart. Ja, da haben wir jetzt die letzte Unterstützung hier gerissen. Mal gucken. Also, wenn es einen Toleranztag gibt, dann schafft der Euro-US-Dollar das in der Toleranz hier wieder rein, in diesem Tag danach. Aber würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir hier auch sukzessive runterfallen und dann in diesem Trend, den wir hier haben, von da oben aus runterwärts, dass wir den einfach fortsetzen. Also es ist ja am Ende aktuell ja hier so ein Abwärtstrend im Euro-US-Dollar, der doch recht konstant runtergeht und auch im Sinne der Außenkerzen läuft, wenn man sich das hier mal anschaut. Ich markiere die mal. Also hier haben wir eine Außenkerze, die gehalten hat. So, dann hier diese Außenkerze, da ging es da rein. Dann haben wir jetzt hier die Außenkerze und diese hier, die letzte. Da gab es auch keinen Schlusskurs da unten darüber, über der 1,786 oder 1,0786. Und da, wie gesagt, und jetzt haben wir hier die nächste Außenkerze. Und von daher wäre aktuell, wenn man jetzt mal den Trend von oben verfolgt, dann schon eher so. Also sprich, für aufwärts müssten wir hier irgendwie Kurse über 1,08 halt sehen. Das wäre für mich dann schon recht wichtig. Also so würde ich das Ganze sehen. Genau. Gut, ja, dann zurück nochmal hier auf den Markt. Also Spannung wird werten, ob wir hier eine Trendstruktur aus der Range aufbauen können oder nicht. Und wenn ich das so klar nicht sehe, dann bleibe ich einfach weg und warte, würde auch da für mich warten im 15-Minuten-Chart, bis wir dieses Hoch oder Tief der 15-Minuten-Kerze dann anhandeln, überschreiten, unterschreiten, je nachdem, wo der Markt halt hin will und dann schauen, ob da halt eine Struktur entsteht, wer es halt ein bisschen trendiger braucht, weil ganz klar ist, wenn jetzt der Nasdaq von hier oben aus wieder runterfällt, also das ist ja das Hoch der 15-Minuten-Kerze. Das ist das Tief der 15-Minuten-Kerze. Und jetzt kann man sich das eigentlich auch ganz gut vorstellen. Will er halt oben raus, dann muss er ja hier so nach oben trendig laufen und dann halt gucken, ob er dann in den Widerstand aus dem H1 reinläuft. Das wäre vielleicht für mich nochmal ein Trade. Und wenn der Markt auch jetzt wieder hier runterläuft, ja, und falls er wirklich dann auch das Tief, das absolute Tief hier rausnimmt, dann ist er ja bis dahin auch eher trendig short und dann könnte vielleicht sein, dass hier auch im 15-Minuten-Chart dann das Ganze dann nach unten ausbricht und der Markt dann hier diesen Anstieg von im Overnight-Handel dann nach unten wegbricht, um dann zu versuchen, auch das Gap, was wir hier haben, dann zu schließen. Ja, das wäre so die Idee für beide Seiten. Ja, und deswegen, ich fummel jetzt da drinnen wahrscheinlich nicht rum in der Range. Maximal halt, wie gesagt, diese Range-Kanten zu handeln und aber ich hätte jetzt hier schon gerne gehabt, dass er das verlässt. Also meine Idee wäre gewesen, der geht hier nur ein bisschen hoch und verlässt das, ja. Aber den Gefallen hat er mir auch nicht getan. Und den Long, wie gesagt, technisch war der Long hier richtig.
wäre auch sogar bezahlt geworden, aber wollte ich nicht. Wollte, dass Microsoft durchs Tagesziel fällt. Ja, haben sie aber bis jetzt auch nicht gemacht. Naja, so ist es dann mal. Gut, dann wäre ich eigentlich soweit durch für heute. Denke mal, habe soweit die Fragen auch beantwortet. Das müsste der Wolfgang beantworten, vielleicht nochmal. Guten Tag, kann man den MetaTrader 5 auch duplizieren? Also man kann den mehrfach installieren, das weiß ich, und auch mehrfach aufmachen. Und ich glaube, man muss den dann einfach beim Installieren dann nur in ein neues Verzeichnis installieren, dann kann man ja auch mehrfach aufmachen. Ich hoffe, dass ich es richtig gesagt habe, aber ich bin jetzt auch nicht der große MetaTrader. Im Installationspfad, bei der Installation, also Quatsch, bei der Installation des MetaTraders muss man in den unter Einstellungen den Installationspfad anpassen. Und da kann man den MetaTrader mehrfach installieren. Und dann halt auch öffnen, genau. Ja. Ja, klar. Genau. Gut, habe ich es richtig gesagt? Absolut. Gut, ja, also wie gesagt, in der Range. Ich habe heute nur einen Trade hier abgefeuert. Einer wäre vielleicht noch mehr drin gewesen. Der erste Long zumindest mit dieser Kerze hier. Also hier wäre noch ein Long möglich gewesen. Den Short direkt in der Eröffnungsminute hier, ja klar, auch technisch möglich. Ich habe nicht genommen, wollte die 5 Minuten Kerze abwarten, dann war es mir zu tief in der Range und von daher ist der halt auch nicht gekommen. Genau, und ja, also den einzigen, den ich jetzt hier nicht gedrückt habe, ist für mich okay, war dieser hier. Ja. Mit einem anderen Stop-Management wäre ich wahrscheinlich auch an ähnlicher Stelle rausgeflogen, hier unten mit dem Long durch dieses kurze Rausholen. Das Problem ist, ich kann dann immer erst nur sehen, danach reagieren und sagen, gut, das war dieser Verräterkerze, wie ich sie nenne, und dann ging es halt höher. Die kam auch hier, diese Verräterkerze, wenn man so will. Wie gesagt, da hätte ich gerne eigentlich für mich, wäre es besser gewesen zu sehen, okay, die Einzelwerte brechen ihre Vortagestiefs und dann wäre ich hier schon eher mit Short reingegangen, als den technischen Long zu handeln, der aber hier rausgegangen wäre. Also von daher, naja, also ist es am Ende nur ein Trade geworden. Wie gesagt, mein Augenmerk wäre zu gucken, ob der Markt hier aus dieser Range rauskommt. Und das würde bedeuten, dass auf alle Fälle hier die zwei Big-Werte, Microsoft und vor allem auch Apple, sich von ihren Tagestiefs hier deutlich aus erholen und vielleicht dort eine Kauforder bekommen. Also dass jemand einfach sagt, ich habe gestern Abend das Tagestief hier gekauft, also kaufe ich es heute auch wieder. Das wäre ja die Idee, wenn die das hier nochmal jetzt machen. Genau, in dem Sinne würde ich mich an der Stelle verabschieden. Vielen, vielen lieben Dank für eure Fragen. Und ja, zum Ende nochmal vielleicht ganz kurz darauf hingewiesen. Also wenn ihr bei FX Flat seid, über meine Seite geht, skype-trading.de. Skype-trading.de. Habt ihr hier oben direkt den Banner? Darüber könnt ihr Konto eröffnen, könnt mit mir ein Erstgespräch vereinbaren, kostenfrei. Können wir ein bisschen drüber reden, was hat derjenige, der darüber ein Konto eröffnet hat, für ein Problem, was gibt es zu lösen oder vielleicht nur so Tipps und Tricks. Manchmal ist es auch einfach ein ganz lockeres Gespräch. Ja, und manchmal ist es auch so, dass jemand wirklich anruft, sagt, ich habe ein Problem, wie kann man das in einem 1:1-Coaching halt lösen? Dann kann man das, würde ich ein Angebot erstellen und so weiter und so fort, aber das sieht man. Aber auf alle Fälle nutzt auch die Möglichkeit, weil einige haben es auch nicht genutzt, nutzt die Möglichkeit, einfach mit mir zu sprechen. Why not? Ja, ich tue keinem was und am Ende ist doch schön, wenn ich euch einfach kostenfrei helfen kann. Und da eure Fragen, die euch vielleicht auch unter den Nägeln brennen, einfach mal beantwortet werden und das in einem persönlichen Gespräch. Genau. Gut, ja, dann sehen wir jetzt hier gerade den Ausbruch. Ich muss leider jetzt los. Spätestens in 5 Minuten muss ich den Rechner verlassen. Von daher, ich mache den Trade jetzt nicht. Ja, bin gespannt, wie der Markt jetzt dann für heute weiterläuft und freue mich, wenn wir uns. Ich habe jetzt mittlerweile hier meinen Börsenkalender nun auch fertig gemacht. Also wer den auch möchte, der findet den auf meiner Webseite unter Tagesanalysen. Kann man sich den Börsenkalender runterladen.
Da sind nämlich auch alle Webinartermine drauf, Wolfgang. Und zwar nämlich ist da auch denn das Eingetragen von FX Flat und das nächste habe ich gerade nämlich schon mal vorausgeschaut. Am Mittwoch, den 13.3. Live Ja, Trading. richtig. Cool, da ist Richtig. das ganze Jahr schon drauf. Fetzt. Gut, also wenn euch das interessiert oder wenn ihr den Link nicht findet, dann schreibt mich einfach an über mein Kontaktformular. Gut, ja, da haben wir den Ausbruch recht dynamisch, dynamischer als ich mal wieder gedacht habe. Und so schnell ist der Markt in den nächsten Widerstandsbereich reingelaufen. So, letzten Worte hat der Wolfgang und dann an alle Närrinnen und Narren. Wünsche Ja. immer schönen Ausklang, Ja. genau. Schönen Dank, Heiko. War wie immer spannend, dir zuzuhören. Ja, an alle Webinarteilnehmer auch vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, ich wünsche viele, viele, viele erfolgreiche Trades. Dir natürlich auch, Heiko, klar. Ja, bis Jo, zum danke dir. 13. Jo, Ja, bis bis dann. der Tschüss. 13. Ciao, ciao.